Oh Gott, da ist was rumgefallen. Und damit ein neues Sound-Folge von Let's Play Genshin Impact. Es ist ewig hergefühlt. Okay, ich habe letztens einmal gezogen, aber ansonsten mit Story oder so habe ich. Ist einfach nichts passiert. Wir sind wieder hier und ich habe auch einen Gast. Kannst du dir erstmal vorstellen? Ja, ich bin Epps. Ich bin 32 Jahre alt. Ja, und ich liebe Genshin. Ja, wir müssen nicht deine ganze Lebensgeschichte erfahren, das passt so. Wir haben uns über den Discord kennengelernt. Ja, Leute, ihr könnt auch gerne den Discord joinen. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, wir sind noch nicht so viele. Kommt ruhig vorbei. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, hey, ich habe den Allheißen gezogen. Und ja, ich kann ihn aber nicht verbessern. Und das ist doch scheiße, wenn ich die ganze Zeit mit dem so rumlaufe, wenn er mega schwach ist. Deswegen will ich jetzt hier das Gebiet, was mir noch fehlt, erkunden und auch den Boss machen. Das heißt, erstmal zu diesem Teleporter. Und du kommst hinterher. Ja. Moment. Ich find's ja immer noch, ich find's ja immer noch krass, dass du alle auf 90 hast. Das, die Materialien, die man dafür braucht, das wird von dem einen zum nächsten, ist das mehr als verdoppelt teilweise. Das ist richtig krass. Ja, ich farm halt sehr, sehr viel. Wenn ich einen Charakter hab, den ich wirklich gerne hab, dann versuche ich den auch hochzukriegen. Ich hatte vorhin bei zwei Sachen. Einmal für mein Schwert, was ich da geschmiedet habe, was er halt gerade hat. Da habe ich noch eins von diesen weißen Metalldingern, Brocken gebraucht. Genau, eins hat gefehlt. Und auch, auch bei Shogun hat schon Raiden hat eine Sache gefehlt. Ist eins. Es ist immer mega dumm, aber gut. Ich bin mal gespannt. Die Wüste fand ich interessant tatsächlich, aber ich bin eher so der Dschungeltyp. Muss ich sagen. Ich mag die Wüste. Sehr. Ich habe halt nur mitbekommen, dass hier was dazu gekommen ist und das ist wahrscheinlich dieser Sandsturm, der da eine Rolle spielt. Das habe ich aus den Trailern schon mitbekommen. Ja. Aber nicht spoilern lassen, da kommt ja einiges noch. Ich glaube, es sind gefühlt 20 oder 30 Parts noch an Story, die dann bald kommen, die ich aufholen muss. Und ich will halt auch immer diese Aktionsquest machen, wo man dann halt auch so viel Urgestein bekommt und so coole Sachen. Aber da kommt ja eins nach dem anderen. Also jetzt freue ich mich tatsächlich erstmal darüber, dass wieder diese Quest da ist. Ja, melde dich jeden Tag an, dann bekommst du immer schon viele Züge. Ja, das ist cool. Bist du da? Ach, okay. Ja, ich... Sehr gut. Hinter dir. Okay, wenn ich das... Warte mal. Ach, wir sind noch gar nicht in dem Gebiet, stimmt. Das ist ja direkt... Das ist gefühlt 5 Meter hinter dem Gebiet, was man schon kennt. Wow. Applaus. Oh, was sind das hier für Früchte? Ja. Sind das Feigen? Ne, Datteln. Oh. Ja, sorry, ich bin nicht so der Profi, was Früchte angeht. Ich weiß, wie eine Ananas aussieht, das reicht mir. Nicht sterben, ganz ruhig, nicht ganz ruhig. Aber apropos Ananas, tatsächlich hilft es, wenn man Schluckauf hat, wenn man an Ananas denkt oder Ananas sagt. Was? Merkt ihr das? Merkt ihr das, ja? Auf jeden Fall. So. Das werde ich mir merken, aber auf jeden Fall. Ach, warte mal. Jetzt muss ich ja kurz rausgehen auf den Multiplayer, glaube ich, dass ich das aktivieren kann, oder? Ja, ja. Aber ist das nur bei den Großen so oder auch bei den Kleinen? Bei den Großen, glaube ich, nur. Okay, dann gehe ich kurz raus. Ja, Leute, das ist hier ungeschnitten. Ich kann auch kurz rausgehen, warte. Oh. Nein, verlass mich doch nicht. Muss ich hier. Ja, gut. Ich gehe sowieso raus, wenn du aus dem Multiplayer gehst. Ach, warte mal. Aber dann muss ich ja... Wie kann ich... Jetzt den verlassen. Ich kann dann wieder kann dir dann wieder joinen, wenn du das. Ja, ich muss aber trotzdem zurück in Einzelspielermodus. Achso, ja, ja. Ja, Leute, das ist alles, das habe ich alles gewusst. Das, ich weiß gar nicht, wie ihr auf die Idee kommen könntet, dass ich das nicht wüsste. Seid nicht so fies. So, dankeschön. Zack. So, Statue der 7. Habe ich eigentlich. Kann ich Dendro irgendwie mal wieder opfern? Sagt man opfern? Weiß ich gar nicht. Darkbieten. Anbeten hier, ja. Nee, ich bin der Stufe 3. Aber dann gibt's auch bald wieder Schlüssel und coole Sachen. Okay, dann kannst du jetzt gerne die Einladung wieder schicken. Oh, ich habe eine Errungenschaft. Okay. Errungenschaft! Ja, Urgestein. Gib mir, ich will diese Waffe haben. Ich will diese Waffe haben. Hey, ich hab doch... Ich wollte gerade sagen. Einverstanden.
Ah ja. Muss ich mir auch mal überlegen. Muss ich mir noch mal überlegen, ob ich das bin. Weiß man eigentlich, was das nächste Gebiet ist, was kommt? Wie ist es denn jetzt, Bis jetzt naja? nicht. Nein, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also, ich bin kein Profi in Genshin. So, ja, wie gesagt, das Gebiet ist eh mein Lieblingsgebiet, weil Pflanze und Grün und toll und sehr gut. Okay, wir müssen das jetzt hier logisch angehen. Hier ist der Boss. Den würde ich aber tatsächlich zuletzt machen. Das heißt auch wie nennt man das, den Teleporter bei dem Boss zuletzt. Das heißt, wir gehen hier so im Kreis und machen den zuletzt. Das heißt, wir gehen erst dahin und dann. Ich weiß nicht, wie das von der Höhe ist. Ist das höher als das? Das weiß ich nicht. Ach komm, wir gehen erstmal hier hin. So. Ich habe auch noch ein paar Storys zu erzählen, tatsächlich. Heute war ich unterwegs. Ich bin ja Sozialarbeiter tatsächlich. Ich betreue Familien. Und normalerweise habe ich am Wochenende keine Arbeit. Aber ich habe einen aus einer Wohngruppe, den ich betreue. Und da habe ich gesagt, ich habe den Termin nicht in der Woche unterbringen können. Ich wollte halt unbedingt, dass das noch klappt. Und der war mir halt wichtig. Danach war ich bei Jan. Ist ja sozusagen die zweite Hälfte vom Kanal. Und ich habe ihm die Weihnachtsgeschenke wiedergegeben, weil die Pullover mir nicht gepasst haben. Er hat mir so, ich weiß nicht, wie mich Animes und so auskennst. Ja, so ein bisschen. Ich Aber bin nicht wirklich ein so Fan. One Piece Pullover hat er mir halt geschenkt. Ah, okay. Aber die haben halt, ach, das ist ja wirklich weit unten, egal. Die haben mir leider nicht gepasst und deswegen habe ich ihm das zurückgegeben. Und in einem Video damals, kurz vor der Gamescom, habe ich ihm auch mal versprochen, dass er einen Anhänger von mir bekommt, wenn uns jemand auf der Gamescom anspricht. Natürlich hat uns wer angesprochen und aus Spaß hat er auch so gesagt, ja, da zählt's aber auch, wenn wir irgendwo was essen und dann uns dafür anspricht. Ja, gut. Habe ich gesagt, ja, okay. Okay, jetzt wollte ich aber wieder zum großen Teleporter zurück, weil wir sind so tief gerade. Ja, und dann habe ich ihn, weil ich auch unbedingt ein gewisses Plüschtier haben wollte von Pokémon, weil ich davon die Weiterentwicklung später ins Team nehme. Wir haben ja Pokémon Purpur gespielt, aber wir spielen es bald nochmal. Spoiler, Spoiler. Okay. Wollte ich das als Plüsch haben und das war für mich dann nochmal so eine Begründung. Ja, ich kaufe das jetzt auch, weil ich ihm da zusätzlich noch einen Anhänger kaufen kann. Ich weiß nicht, Ah, okay. ob du viel Ahnung hast von Pokémon. Es geht. Aber dritte Gen Starter, dritte Generation Pokémon Rubin und so. Wenn ich dich kurz unterbrechen, oder wenn du diese Dinger hier aktivieren willst, ich weiß, wo die sind. Diese Säulendinger. Kannst du das eben fertig machen? Okay, ja. Wenn du willst. Muss Du musst ich. hier. Ja, du brauchst dieses Dendrogran und Dings da unten. Da steht aber dieser Roboter auf, den müssen wir gleich bekämpfen. Ach, der geht schnell Da drauf. dieses Dendro. Da. Ich muss mich kurz boosten. Ja, jedenfalls ist das Flamly Feuerstarter, so ein kleines Feuerküken. Habe ich ihm so einen Anhänger geschenkt. Du, Flandy ist cool. Flandy Und mag ich. ich habe aber vorher schon so gesagt, aus Spaß. Hä? Okay, eigentlich sollte er aufstehen. Okay, er steht nicht auf. Hey, lass das. Bisschen. Warte mal. Naja, erstmal ein bisschen. Und ich habe halt so gesagt, ja, als Anhänger, aber kein Anhänger fürs Auto ist, ja. Ja. Ach man. Warum willst du Stress? Lass das. Was machst du? Ja, hallo, Opa, warum stehst du nicht auf? So, und wo muss ich das jetzt hinbringen? Er Jetzt will nicht aufstehen, glaube wie, ich. ich muss mit. So, du musst raus dieses Dendrogramm und dann schießt du damit auf diese Steine hier. Auf den? Kann ich denn drauf schießen? Auf. Du brauchst einen Bogencharakter, das ist, glaube ich, gar nicht. Also ich habe es immer mit Collie gemacht. Als ob man da einen Bogencharakter braucht. Kann ich das jetzt. Beim Kämpfen kann ich das nicht auswechseln. Warte mal. Ich hab ja Tinari, ist ja nicht das Ding, also. Oder Tinari, kein Nari, ja genau. Ja, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Kein Nari, immer noch. Ja, du bist auch so ein Tainari, ich wohne in Deutschland. Also erstmal hier Errungenschaften. Ich bin kein Nazi, okay? Nur zur Sicherheit. Ja, alles gut. Also wie gesagt, dieses
Dendrogranum nehmen und dann diese drei Steine, die du jetzt hier siehst, kaputt machen. Da sind jeweils diese grünen Säulen drunter und dann kannst du die aktivieren und dann müsste die Kiste davon freigehen. Ja, aber dann steht noch der Roboter auch so rum. Du darfst das für mich nicht kaputt machen. Oh! Nevermind, er steht da. Oh. Was tue ich denn? Ich wollte doch sie auswechseln, Sabi. Hallo. Möchte ich auswechseln gegen den da? Oh Gott. So. Das habe ich auch mal hier im Bogenschützen dabei. So. Jetzt hat sich mein Spiel aufgehangen. Ja, bei mir läuft es auch gerade ein bisschen langsamer. Ah, nee, doch nicht. Jetzt geht's. Okay. Ja, ist leider so. Der bei mir sitzt doch noch. Nee, hier. Der hier unten. Hier. Wo bist du? Ach, da unten. Ja, nee, den gibt's nicht. Der ist Illusion. Na doch, den gibt's schon. Mich greift er die ganze Zeit an, deswegen. Ach so, kaputt. Aber ich hab's gleich. Ich bin schon hin. Nett, danke schön. Sind das nur die zwei hier oder ist da noch eins irgendwo? Ach hier. Es sind drei von diesen Steinen, die du da aufmachen musst. Denkst du? Aha, so, jetzt will ich wieder tauschen. Ich will meine Nahida haben. So, und jetzt kannst du diese Säulen aktivieren. Dann geht der Kreis um die Kiste, glaube ich, weg. Aber dann steht noch dieser Roboter drin. Ach, der Roboter kann nix. Es ist nichts Nutz. Muss ich das schnell machen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Roboter dazugehört, aber. Ach, der Roboter, Schmobberter, ey. Hä? Wie konnte ich das denn aktivieren? Ich habe doch gar nicht meine Fähigkeit eingesetzt. Na gut. Hä? Ja, jetzt geht's nicht. Was soll das? Naja. Ja, siehst du, genau, das meine ich. Jetzt geht dieses Ding und jetzt steht dieser Kerl hier auf. Aber ich kann sie ja öffnen. Ja, ich glaube, der hat Winterschlaf. Okay. Ja, tschüss. Warum steht denn der nicht auf? Hallo? Ja, es ist mir nur recht. Okay, nevermind. Ich habe nichts gesagt. Das tut mir leid. Ja, es kann schon sein, dass das passiert, aber der hat heute keinen Bock. Hat heute seinen freien Tag. Hä, was ist das hier? Was bist du denn? Was? Hä, was bist du? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist eine Schlange. Pass auf, die ist böse. Nein, das ist jetzt mein Freund. Die ist böse. Die ist nicht böse, ich will kuscheln. Sag jetzt nicht, du magst Schlangen. Nein, Alter, mysteriöses Fleisch. Ja, jetzt bin ich nicht mehr so. Nein, ich mag keine Schlangen, aber das ist ja keine normale Schlange. Ich nenne sie Willi. Okay. Ich möchte, dass du das respektierst. Ja, natürlich, kein Problem. Nee, also Schlangen und sowas als Haustier, ich weiß nicht, das ist, nee. Komische Menschen. Okay. So, nächster Teleportpunkt. So, wo ist denn das nächste? Der nächste ist hier unten. Ist das besser? Ich glaube schon. Da in die Richtung. Ja, warum wird mir denn noch dieser, den einen, den ich angehakt habe, diesen einen Gegner, man kann ja in diesen, wie nennt man das hier? Also wenn du ins Menü gehst, da gibt's ja dieses Buch halt, ja. Und in dem Buch gibt's ja auch dieses Kopfgeld und da kann man Gegner und dann, wenn du die besiegst, dann findest du die an verschiedenen Spots, ja. Ja. Und den ich angehakt habe, der ist für immer noch bei mir, ein Skorpion, der ist immer noch bei mir so angehakt, ja. Ja, weil die wieder gespawnt sind, schätze ich mal. Ja, nee, das sind schon, wie gesagt, den habe ich da besiegt und dann da und dann ist der ganz woanders. Aber das ist halt ein Inazuma, das ist halt gefühlt, weiß nicht, wie viel Meter weg. Ach so. Am anderen Ende der Welt. So, ist das hier ganz unten schon wieder? Nein, da hinten ist einer. Aber da hinten siehst du, den sieht man schon da hinten. Ach, da habe ich doch nicht hingeguckt. Na gut, man weiß es nicht. So, komm her zu Papa. Ach, hier ist auch so, wo ist dieses Ding? Wo ist dieses Dendrogranum? Das muss da unten sein. Ich sehe das doch auf der Karte. Da ist es. Nee, ist es nicht. Scheiße. Hä, wo ist das? Hä? Ist das über mir? Ich lass mir das mal fallen, egal. Ich kann mich jetzt porten. Hilfe! Oh Gott. Wo bist du denn? Ach, da! Ah, Hallöchen! Und was bringen eigentlich diese Fotopunkte? Da kriegt man doch nichts für, oder? Nö, Eintragung im Buch, aber sonst. Oder gibt's da, weiß ich nicht, wenn du 50 davon hast, einen Erfolg? Nö. Sehr lame. Soweit ich weiß, dann hätte ich mindestens schon
Mindestens schon 2 Erfolge, weil ich habe schon über 500. Ja, ich habe halt auch schon viele da eigentlich von. Okay, so, Wo wo ist der bist denn du nächste? jetzt hin? Ich bin hier Da runtergefallen, unten. aber ich werde mich jetzt porten. Ich porte mich jetzt zu dem Porter rechts vom gottverlassenen Tempel. Rechts vor mir, egal, Ich ich habe mich porte mich fallen jetzt. lassen, da war ein Dendrogranum. Da tue ich alles für. Da gebe ich meine Mutter auf. Nein. Dendrokulus. Ja, Dendrokulus. Dendrogranum ist irgendwas anderes. Das ist das, was ich eben eingesammelt habe, um die Pfeile darauf schießen zu können, dass das kaputt geht. Ja, genau. Hier sind. Oh Gott, wie viele sind denn hier von diesen Oh mein Dendrokolossen? Gott, das sind halt einfach 3 Stück. Als ob bei dir auch so welche sind. Warst du hier Ja doch, ich sehe die aber trotzdem auch bei dir. noch nie? So, Ich hab die schon bei mir, ist das glaube unter? ich. Ist das unter mir? Aber wie soll das unter mir sein? Oh, ich hasse das. Nein, der ist. Warte, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Hä? Ach, hier unten. Komm mal da Warte, rein. ich guck kurz. Ist das? Hä, wie kannst du gucken? Warte, hier, komm her. Hä, wo bist du? Hallo? Wo bist du? Und komm hier. Ich sehe dich doch nicht. Hä? Hier, Wie nein, viel. komm Wo. wieder hoch. Komm wieder hoch. Wie viel tiefer willst du denn noch gehen? Komm Ach, hoch. ja. Hier sind so viele Ebenen, jetzt mach mal ruhig. Ja, bitte. Damit komm hier. Mitkommen, hallo? Bin ich dein Haustier? Und dann da. Ach, wie nett, danke. Sehr schön. So, da drüben ist noch einer, den kann ich auch gleich zeigen. Den siehst du von hier, da drüben. Siehst du den? Ach ja. So blind bin ich nun auch nicht. Ja, war nicht so gemeint. Wo ist denn der andere? Da waren drei. Hier ist eine Höhle. Egal. Tschüss. Ja, komme ich jetzt jemals wieder zurück? Hilfe! Hui! Aha. Ich liebe diese Dinger, ne? Diese Ja, die sind super. Spukdinger. Ich mag diese Neuerung. Warte mal, ich glaube, wir müssen hier hoch, damit dem Teleporter. Mann, dieser Baum Warum? ist im Weg! Ich wollte Wo mich bist schon. denn du das denn? Ja, ich habe mir jetzt hier an der Seite Da diese oben. Dinger und dann sollte der doch da irgendwo sein. Also, ich glaube, von weiter oben ist es besser, dahin zu kommen. Und wenn nicht, habe ich halt einen schönen Ausflug. Okay. Warte, ich muss erst mal gucken, dass ich auch zu dir komme. Was ist das denn da drüben? Gibt es irgendwie so eine Möglichkeit, irgendwie sowas Fernsicht, so Fernglas? Gibt's sowas? Nein. Also ich kann jetzt nicht irgendwie weit nach hinten irgendwo hingucken. Schade. Nein. Bist du oben? Ich Nein, du bin bist oben, ja. oben. Ja, ich bin hier oben. Oh, warte. Da muss ich hochklettern, warte kurz. Wie viel Ausdauer hast du eigentlich? Wie lang ist deine Leiste? Hier. Wie viele von diesen Meine Leistung. Unterteilungen hast du? 2,5. Ah, cool. Ich habe 2 1/8. Aber wodurch bekommt man das? Durch die Weltenstufe oder? Statuen auf Max bringen. Ah, Die stimmt. Statuen. Ah, in der ersten Welt, glaube ich, habe ich fast Max. Da fehlt, glaube ich, eins. Ich habe jetzt letztens so eins dieser. Wie heißt das? Bei diesem einen Tor braucht man diese Kugeln, diese orangenen Kugeln. Und ich glaube, da fehlt mir nur noch ein einziges. Aber da brauchst du halt alle Kolosse in der Nähe, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was ich meine. Das ist eine Geo-Gegend in Liyue, glaube ich, ist dieses. Ach, das meinst du? Ja, Ja. da musst du erst die Statue auf Max bringen. Da bekommst du dann diese orangenen Kugeln. Und das ist Ja. dann nochmal eine separate Quest. Ich Mir weiß, was fehlt du da, glaube meinst. ich, nur eine oder so. Ich weiß nicht, wenn ich die jetzt eingebe, ob das die letzte ist oder ob da noch eine fehlt, aber man muss, glaube ich, genau alles haben. Genau, Max halt. Aber das ist so Ja. anstrengend. Vor allem, weil, ich weiß nicht, gefühlt braucht man für manche von den Viechern diese Kulusse einfach Venti oder so, damit du hochspringen kannst, weil du sonst da nicht hinkommst. Oder ich verstehe es halt nicht. Ja, oder Jongli geht auch. Ja, deine Mutter, das ist doch egal. Man braucht halt manchmal einen Charakter, den ich nicht habe. Ja. So, da hinten ist noch einer. Ich sehe den Dendrokulus, bevor du irgendwas sagst. Das hier ist meins. Komm zu Papa. Ich glaube, er heißt ist so ein Daddy, oder? Der ist so ein Daddy. Ja. So, da, jetzt gehen wir zum Beinbrechertal. Hast du dir Lust, die Beine zu brechen? Nein, nicht. Was Na, soll denn werden. das da? Ja, nee, ich muss, ich habe hier Junge, gerade. ich hätte ja angegriffen, Alter. Ich habe gerade noch irgendwas bekommen. Wasserreservoir, alles klar. Ich bin überfordert.
Irgendein neues Gimmick von der Umgebung. Wie viel habe ich? 146. Ich kann fast wieder ziehen. Ja, ich habe zweimal, dreimal offiziell offscreen gezogen, Leute. Es war nichts dabei. Keine gute Waffe. Nur, dass ihr es wisst. So. Und hier oben geht's jetzt gleich lang. Ich glaube, der Part kriegt eine gute Länge, wenn man alle Teleporte aktiviert. Und dann im nächsten Part machen wir Bosse. Zum einen den ich will, zum anderen den du willst. Ja. Wo ist denn das Vieh hier? Ist es da oben drauf? Weißt du, wo der Dendrocolos hier ist? Warte, der Ach, war. der ist mit Sicherheit da oben. Könnte oben sein oder auch drin. Es Was kann auch passiert hier? wahr. Hilfe! Hä? Aua! Was ist das denn? Autsch. Nein, der ist ja nicht drin, Ich hätte niemals. ihn. Könnte sein, dass ich. Entweder er ist drinne oder er ist. Nee, da kommt man gar nicht hoch. Alter, wieso werde ich die ganze Zeit. Autsch! Ja, ich wurde auch von so einem Bohrer oder was das war getroffen. Werde ich auch die ganze Zeit. Ah, nein, du triffst mich. Nein, du triffst mich nicht. Lass es. Lass es, Freund. Lass es. Mann, ich hasse, das Klettern ist manchmal so unangenehm. Weil diese Vorsprünge, das müsste doch klappen. Hey, jetzt sei nicht so schnell. Geh mal weg. Man kann hier rein? Was? Ja, kann man. Was ist hier? Geld. Yes, 10.000 Geld. er ist nicht. Ja, Ich glaube, toll. warte, ich glaube, uah. Wo war dieser? Warte, ich glaube, ich weiß, wo der denn. Den habe ich heute selber Ist der gefahren. über Ich mir weiß nicht, drüber? genau. Nee. Nee, der ist. Ich muss selber kurz gucken. Ich muss mich kurz orientieren. Ja, aber Warte. ich bin doch eigentlich genau auf dem Punkt. Der muss ja irgendwo hin. Aua. Hui. Ja, ist da auch nicht so schlimm. Dann gehen wir halt weiter. Mein Gott. Vielleicht ist da innen drin. Es kann Ja, auch sein, aber dass da innen ich, drin. weiß, ich mache halt irgendwann sowieso eine Session, wo ich halt alles ablaufe. Vielleicht streame ich dann auch mal, wenn ich den PC alles eingerichtet habe, dann streame ich auch mal durch, dass ich sowas sammle. Weil, ja, das in einem Part ist halt nicht sehr hilfreich. Dass ich hier das erste Mal, wenn ich in der Gegend bin, das mache, okay. Aber sonst nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich einen Schlüssel? Ich glaube, ich habe keinen Schlüssel, aber da oben ist so ein Tempelding. Wo wäre denn der Schlüssel, wenn ich den hätte? Der wäre hier, glaube ich. Bei Hilfsmittel, oder? Ne, der wäre hier. Ach, ich habe ja. Ich habe für die blauen Sachen kann ich einmal ziehen. Gut, dann ziehe ich einmal bei dem blauen Banner. Da habe ich auch schon mal, wie heißt denn der hier, Typi mit roten. Look. Ja, der Look. So, vielleicht ziehen wir ja was. Es ist orange. Es ist lila. Ja, ich habe den Regenschnitter gezogen. Na dann. Habe ich vorhin auch gezogen. Ja, Charakter lieber gewesen, aber ich habe auch gar nicht wenig. Wie viel hast du eigentlich? Das würde mich interessieren. Wie viele Charaktere hast du? Das willst du nicht wissen. Warte kurz, da muss ich durchzählen. Aber warte mal, wenn man auf Figurenhandbuch geht, wo sieht, da kann man doch. Kann ich hier, ich kann die Ja, ordnen. da kann man. Kann ich die ordnen? Warte kurz. Nach Figurenhandbuch. vorhanden sein hier. Nein, ich will nicht zurückgehen. Genau. So, jetzt kann man rechnen. Jetzt ist das schon wieder falsch rum. Vorhanden sein. So, Eins, warte. zwei, drei, sechs. 20. 35, okay. Wie viel hast du? 35. 33. Oha. Ich habe aber auch die Yao Yao auch gezogen, tatsächlich. Ja, Yao ist ein Charakter, den kriegst du durch das Event. Kannst du selber, Ja, kannst aber du selber. den hab ich wollte die ja gar nicht. Also ich habe mich natürlich gefreut, aber Ich werde sie auch nicht, ich hab sie dann, ich werde sie durch das Event, kann man ja aussuchen, welche Charakter man nimmt. Und ich nehme Jonghyun, das weiß ich jetzt schon. Ich möchte Yao nicht, oder ich wie bin er heißt. gespannt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe alle von denen, die man da kriegen kann, aber ich bin mir nicht sicher. Mal Ich gucken. habe alle außer Jonghyun und Yao, Man kann aber nicht da nicht. Yao mag. Was ist das hier? Man kann ich mich hier nicht dran ziehen? Oder ist das ein anderes? Ja, aber ich find das cool, dass es so ein Event gibt. Wann ist denn das Jubiläum von Genshin? Wann hat Genshin immer Geburtstag? In welchem Monat? Ist das nicht im. Weiß ich Ich nicht. glaube im Juni oder Juli. Irgendwie so im Sommer war das, glaube ich. Ach, immer diese Bäume! Ich bin doch selber von den Pflanzen. Ihr sollt doch meine Freunde sein. Ach Mann, ich hasse das. Wenn ich so eine Quest habe, da kann ich immer nochmal so drücken, dann sehe ich genau, wo ich hin muss. Wo ist denn der Punkt jetzt? Der ist irgendwie da unten. Wo ist der? Sieht man den schon hier, den Teleporter?
Ich sehe noch nicht. Und gefühlt habe ich auch Gegenwind irgendwie. Ach, da ist Das er. ist wegen Da ist dem er. Sandsturm. Sandstorm. So. Nein, ich stürze ab. Aber alles noch im Rahmen. Ich mag auch meinen Begleiter tatsächlich. Den mag ich mehr als diese Selie, auch wenn ich den auch gerne mal wieder austauschen würde. Alter, was geht denn hier ab? Ja, jetzt ist starker Sturm, Alter. Was? Hallo? Okay, nach dem nächsten Teleporter kann ich einmal ziehen. Sande der drei Kanäle. Alter, diese Bezeichnung immer. Das ist immer so mega kompliziert. Ne, jedenfalls war ich bei Jan und ich habe ihm auch gleich angeboten, so, hey, wir können ja zusammen einkaufen gehen, weil ich weiß, ich habe kein Auto und so. Hilft doch vielleicht. Und im Nachhinein habe ich so gedacht, ja, cool, das ist nützlich, weil in dem Rewe, weiß ich, haben die Durstlöcher. Bei uns in dem Rewe haben sie kein Durstlöcher. Kennst du Auch Durstlöcher? Durstlöscher ist. Ja, Durstlöscher ist lecker. Ich habe beim letzten Mal, als ich da war, habe ich halt gewusst und das auch gesehen, dass die das da haben. Und da habe ich zum allerersten Mal Durstlöcher getrunken. Oh, das Und schmeckt so also ganz lecker. allgemein die Frage, lieber Pfirsich oder Zitrone? Pfirsich. Oha. Ja, beides. Eigentlich beides. Okay. Ja, ich bin eher Zitronen, aber beides ist für mich auch okay. Jedenfalls habe ich da. Hier ist auch wieder so ein Dendro-Ding. Wollte ich das dann auch wiederholen, dann hatten die das aber nicht. Die hatten nur noch saure Apfel. Oh, das ist auch geil. Da bin ich gespannt, wie der schmeckt. Sind auch cool in den Druckfluss. Ja, warte, machen wir gleich. Und ich habe halt, wie hieß das? Zwei Dosen noch genommen, aber das war Sparkling. Das heißt, da ist mit Kohlensäure einmal Pfirsich, einmal Zitrone. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. So. Hier, Aha. Waffenbanner. Drück mir die Daumen. Okay. Ja, bestimmt passiert das jetzt. Ich glaub's auch nicht. Ja, erstmal nix. Nein! Ich krieg das noch. Ich krieg das noch. So, wo ist der? Der ist genau unter uns. Ach, da ist er doch, ich sehe ihn ja. Okay. Danke für die Hilfe. Ja, bitte. So, wo ist der nächste Teleporter? Oh, was machen wir? Ich würde erstmal zu dem oberen gehen. Komme ich von hier aus überhaupt dahin? Soll ich hier. Man kann ja dem Weg folgen, oder? Bist du jetzt über mir? Ja, ich bin oben beim Teleporter auf der Spitze von diesem Ja, Teil. dann spring mal runter. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich dem Weg Keine folgen Ahnung. oder? Ah, ich. Ich flieg dir hinterher. Ah, oh, hier sind diese Dinger hier. Da gibt's ein neues Pokémon, was genauso aussieht wie diese Strohballen, nenne ich es jetzt Ey, mal. was für Dinge? Hier, diese Wüstengras oder wie das heißt. Die so rumrollen. Ach, diese. Ja, das gibt's jetzt Weißt das gibt's mittlerweile als Pokémon. ich jetzt? Ja, in der 9. Generation. Geist, Pflanze. Als Typ. What? Wie Oha, heißt das Ding? das sage ich dir sofort, hatte. Ich kann googeln nebenbei. Ich weiß das nämlich, ich google hier nicht. Ja, mit den Namen habe ich es noch nicht so raff, aber ich finde das raus, das geht schnell. So, da unten ist das irgendwo. Da. Es hatte so einen ganz komischen Namen. Aber das hat alles einen. Ach, da, jetzt bin ich da runtergesprungen und da oben ist irgendwie da wieder ein Dendro. Mann, oh. Wo ist der? Ist der da? Warum sehe ich ihn jetzt nicht mehr? Da oben. Aha. Da oben ist der. Komm mal hoch da. Viel Spaß beim Klettern, das wird anstrengend, ne? Das weißt Ach, du. ich bin auch schon im Mount Everest hochgeklettert, damals 1967. Ich weiß gar nicht, was so anstrengend sein soll. Geil. Okay. Ich warte hier dann. Nein. Wenn ich abstürze, musst du mir noch helfen. Du kannst doch da nicht einfach warten. Ja, ich warte Okay. hier unten, bis deine Leiche da landet. So. Ja. Ich Dankeschön. fange dich auf, weißt Ja, ich weiß ja nicht, ob du das kannst. du? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde aufpassen. Oh, warte.
Jo, super, ich habe jetzt schon keine Ausdauer mehr. Ups, Ja, hat gefallen. Ausdauer ist easy peasy. Wo ist das Ding? Muss ich noch höher? Hä? So viel weiter war das doch gar nicht. Ach, hier war's. Hallo, mein Freund. Na, wir haben Date, oder? Nein, also. Ach, jetzt muss ich auch noch. So. Das Ding. Sande der drei Kanäle Moment, unter dem erstmal zu Namen. dir hoch. Muss man jetzt hier noch weiter hochklettern? Oh, Nagel von mir aus. Hallo, kletter doch. Wo liegt das Problem mal, Heißem? Hast du jetzt irgendwie Angst davor, oder was? Hat sich bei dir jetzt gerade so eine Kletterangst entwickelt? Du kriegst sonst kein Geld, wenn du das nicht machst. Ach ja, das eine heißt Weherba, das andere Horerba. Okay. Weil Namensherkunft W, wehe oder woher plus Herba. Herba, Herb, heißt ja auch irgendwas Aha. mit Dings. Herba ist Okay. Krautpflanze auf Lateinisch. Alles Und auf klar. Englisch heißt Bramblin, Bramble und Rambling. Also Bramble ist ja so Dornzweige und Rambling ist ja so rankend wandernd. Ja. Okay. Siehst du mal. Alter, wie cool. Zum Glück habe ich Items, womit ich meine Ausdauer füllen kann. Ich meine, im Moment brauche ich es noch nicht, aber. Ich bin gespannt. Ich habe gerade auch dezent Probleme gleich. Ja, du kannst dich ja einfach da zum Porter porten und dann guckst du von der anderen Seite. Aber solange wird es nicht Ja, aufgehen. wenn, dann komme ich mit dir mit. Nee, warte, ich muss kurz Futter essen. Wo ist denn das hier? Da. Ausdauer. Bitte sag mir, dass ich Leckere. irgendwas Ausdauermäßiges dabei habe. Ah, oh, du liebst doch Genshin, hast du gesagt. Ja. Dann empfehle ich dir unser Kochvideo. Ich habe ein Gen Okay. Wir haben Genshin-Kochvideo gemacht. Aha. Wir haben drei Gerichte mit Genshin gekocht. Nice. Wir haben einmal den sättigenden Salat gekocht. Was? Den sättigenden Salat. Okay. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, irgendein Getränk aus Genshin. Und wir haben einen Gulasch gemacht. Aber Okay. das Ding ist nicht nur, dass wir das aus Genshin gemacht haben, sondern dass wir uns eine Challenge gemacht haben, ja? Wir haben nicht die Zutaten, die man gebraucht hat, eingekauft. Vor allem, es gibt ja keine eindeutigen Zutaten dafür, das weiß der. Ja. Das ist ja so, ach, egal. Zum Porter. Wir haben das, was noch da war, haben wir genutzt und wir haben die App Mundraub genutzt, um Obst und sowas zu holen. Äpfel zum Beispiel, aber auch sowas wie, wie heißt das? Bucheckern, Sonnenblumenkerne und Kornelkirschen. Kornelkirsche ist eine bestimmte Kirschensorte, die wollte ich unbedingt. Und Na? wir hatten zum Beispiel noch Steakfleisch da, was wir als Gulaschfleisch benutzt hatten. Wir hatten noch Tomaten da, Karotten und sowas. Aha. Also bitte schaut dir das Video an. Also das, ich fand Cool. das echt Mach schön. mit. Okay. Erstmal hier hin und dann darunter. Ja, ich glaube erstmal da hin. Und es waren am Ende drei Gerichte, die echt gut waren. Also wir haben nicht damit gerechnet, dass das am Ende so gut wird. Vor allem, man hat ja kein richtiges Rezept. Wir haben halt. Ja, dann brauchst du halt gutes Fleisch dafür und du brauchst ein bisschen Möhren und dies und das und manche Sachen gibt es ja echt auch gar nicht. Okay. Aber es hat gut funktioniert. Ja, der sättigende Salat ist halt so ein Salat mit Kartoffeln und mit so hart gekochten Eiern und sowas. Ah, cool. Okay. Oh, was ist das? Ich habe irgendwas Neues. Was war das? Wie heißt der? Erodierte Stiele. Ich will das nicht vorlesen. Könnt ihr gerne selber machen. Nein, du darfst nicht vor mir sein. Haha. Warum darf ich? Hallo? Ich bin Erster. Nein, nein, Quatsch. Hab sowieso schon alle Porter, von daher. Ja, pst. Pst.
Oh, was heißt das eigentlich? Bei dem Porter ist hier irgendwas. Was ist das? Da ist so ein Zeichen dran. Heißt das, das ist unterirdisch? Ja. Das heißt, da komme ich von hier aus nicht hin, oder komme ich da doch hin? Weiß nicht, welcher Porter? Unter Überreste von Panjwahe. Ja, der ist unterirdisch, da kommst du nur mit einer Quest hin. Nur eine Quest, okay, dann kommen wir da nicht hin. Gut, dann Soweit ich weiß. gehen wir jetzt Pass erst. auf, wir werden angegriffen, hey! Ja, wir gehen jetzt erstmal zu Kusar al-Inkitadar, der eigentlich so ziemlich. Nein, ich. Hä, warum bin ich jetzt sie? Ach, ich bin schon tot. Ah! Ich bin schon gestorben, warum sagst du denn nichts? Ich hab doch gesagt, sie Ja. sagt nichts. Es war zu spät. Es war zu spät. Weißt du? Ja, du bist schon gestorben. Wir werden angegriffen. Hallo? Aber vielleicht kriege ich ja auch jetzt oder am nächsten Part dann genug zusammen, damit ich, ach Gott, auch wieder bei dem Anbeten-Dings da Gebetsstatue opfern dingsen kann. Hier ist, by the way, ein Dendro. Nein, ich bin gerade abgedreht. Ja, ich komme. Ja, Mama, ich komme. Da oben, ich sehe es. Komme ich davon hier dran? Kann ich das? Ich will mich ranziehen. Hallo. Hier ist so ein Haken-Dings, wo du dich hochziehen kannst. Ich habe es auch gesehen. Nee. Oh nein, ich war zu tief. Zu tief, Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger. Kennst du das? Ja. Keine Kapriolen. Natürlich. Jetzt will ich aber mich noch beeilen, dass dass der Part unter 40 Minuten bleibt, weil 40 ist wirklich das Maximum. Bei so Erkundungsparts ist das okay, aber trotzdem. Schnell! Wie der Wind. Ja, nee, ich laufe lieber. Ich Was? finde Fliegen immer noch angenehmer. Ja, das stimmt, aber teilweise du kannst halt nicht rennen im Fliegen. Im Fliegen gibt es keinen Modus, wo du schneller bist. Ich weiß, Es gibt auch aber keinen es Sturzflug. Und das ist blöd. sieht halt einfach geil aus, wenn man fliegt. Ja, ich hätte auch gern andere Flügel, tatsächlich. Oh, was ist das für eine Schatztruhe? Warum sieht die so besonders aus? Egal, Die Tür. ist, da ist nur Ja, das ist das Baumaterial. Lame. Da denkt man, was ist so eine große Truhe? Die großen, krassen Truhen sind, glaube ich, nur golden und irgendwie rot oder so in die Richtung, aber ja. Ach, dieses. Da habe ich auch schon auf Level 10 die Vertrauensstufe, da gibt es auch nichts mehr für mich zu holen. Ab und zu hole ich diese Weihsalben oder wie das heißt, wo man EP bekommt für Waffen und so. Aber ansonsten. Nee. Gut, wie viele sind es denn noch? Sind jetzt nur noch zwei, glaube ich. Wenn du den einen meinst, dass der nur mit einer Quest geht. So, jetzt gehen Also, wir da. soweit ich weiß, bin ja nur mit einer Quest. Da bin Okay, ich dann sind mit das einer noch Quest. diese drei hier. Stählerne Dünen gehen wir hin. Und dann teleportieren wir uns danach aber wieder zu dem, wo wir gerade sind, weil ich glaube, am sinnvollsten ist. Oh, hier ist ja auch so ein Riesenrobo. Das habe ich damals gesehen in dem Trailer. Dass es ja einen an dieser Robos da in dem Dschungel gibt und einen hier. Und Ja, die. und der bewegt sich. Den müssen wir steuern oder können wir Hey, aber halbwegs der andere, steuern den und dann. konnte ich. Also den anderen im Dschungel konnte ich. Was heißt steuern? Ich konnte so schießen. Puff, puff, puff. Das Ja, war ja. das machen wir auch. Das machen wir auch mit dem hier. Ich bin gespannt. Aber die sind wahrscheinlich irgendwie verbunden. Die sind irgendwie Brüder. Das sind Tim und Tom. Warte kurz, was hast du vor? Du willst da jetzt nicht rüberklettern, oder? Hey, ich will doch da zu dem. Nein, ich will zu dem Porter, der da rechts ist. Ach Ich will halt so. nur von möglichst weit oben springen. So. Hey, also ich meine, wie hättest du es denn gemacht? Meine Spielweise ist halt immer so schlau wie möglich. Naja, passt schon, alles gut. Ja, du denkst dir gerade so, das war gar nicht schlau. Ah, das wird echt knapp mit den 40. Ah, komm schon! Speed! Vor allem im Sand wird man so langsam. Das kommt dir nur so vor. Ach, Quark. Das ist keine Einbildung. Ich halluziniere nicht. Ich bin zwar in der Wüste, aber das heißt nichts. Ach, Schlangen, hallo. So, hier, jetzt dazu. Nee, dazu letzt habe ich gesagt. Das heißt zu dem. Das heißt erstmal wieder zu dem hier oben. Ah, gut, wir werden nicht unter 40 sein. Ist egal. Solange es unter 45 ist. Ich gehe jetzt immer höher mit meiner Grenze. Ja, aber sonst. Ich bin schon über 150 Parts bei Genshin. Also, dann können die Parts auch mal ein bisschen länger sein. Also, ich will tatsächlich meine Regel mindestens 20. Maximum 40, Max, 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 Maximum 45. Oder? Was heißt denn das Icon da? Dieser Sandsturm. Was macht das? Weil
In Inazuma gibt es ja diese Blitze, wo man dann immer Schaden bekommt. Und in der Frostgegend, da kriegt man ja immer Schaden wegen Gefrierbrand. Aber hier, was macht das aus? Das ist, kann ich dir selber nicht so genau sagen. Ich habe schon so ziemlich alles in der Wüste hier durch, aber was das bedeutet, weiß ich selber nicht. Kann ich dir tatsächlich ehrlich gesagt nicht sagen. Interessant. Aber das Spiel hat es auch nicht erklärt, deswegen finde ich das verwirrend. Wo bist du? Bist du hinter mir? Ich habe einen Ja, Stalker, das bin Hilfe! ich. Ja, immer. Mama, Hilfe! Polizei! Nein, alles gut. So, und jetzt hier noch den letzten bei dem Bossy-Boss da. Zack. Ja. Ja, direkt von hier aus. Zack! Alter, wie tief geht's hier? Und da ganz unten ist irgendwo der Wurm. Der ist ja, glaube ich, in einem Tunnel oder sowas. Aber ich weiß es nicht. Ich sollte, glaube ich, hier oben bleiben, sonst geht das zu tief. Ah, Hilfe! Aber was ich halt gut finde, ist, dass es hier nicht wie bei Zelda Breath of the Wild ist. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Aber bei Zelda. Hä? Ach, der Port ist genau da. Nee, nicht Anfrage zum Betreten der Welt, geh weg. Da klettert man auch viel und kann so Berge erklimmen und so, aber da ist, wenn es regnet, rutscht du halt so viel mehr ab als sonst. Das ist hier halt nicht der Fall. Ach so. Ja, wo ist das Ding? Hä, wo bist du? Wer ist da unter mir? Nein, ich weiß! Autsch! Ja, das ist geplant gewesen. Ich bin nicht gestorben, das müsst ihr euch eingebildet haben. Ja. Okay, dann nehme ich mir noch den Dendrokulus hier unten. Gehe dann nochmal zu einer großen Statue, da heile ich mich und du auch dich. Oh, da unten ist der Boss. Ja, da kriegt ihr schon mal Sneak Peek für den nächsten Part. Gott. Ich gehe dann die Felskante da. Bevor ich. Weil sonst triggert das den Boss, glaube ich. Schnell! Venotunnel, genau das war das. Und hier gibt's auch diese Items für Allheilsam, Tem, Tumtam, Temmi. Gut. Wo ist denn. Hier unten. Bin hier. Naja. Ach so. Da, wo wir angefangen haben, wo ich alles freigelegt habe, wo du gehen musstest, heile ich Ja. mich. Guck mal, wie viel ich jetzt habe. Ich habe jetzt, glaube ich, mit noch nicht genug, aber immer eine gute Menge. Und da würde ich schon mal sagen, ich hoffe, euch hat auch diese Folge von Let's Play Genshin Impact gefallen. Und ich schalte auch in der nächsten Folge wieder ein. Da geht es um ein paar Bosskämpfe. Allheilsam wird gestärkt. Und ja, Apps wird sehr wahrscheinlich noch dabei sein. Also, ihr sollt ihr nicht verpassen und ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe nur 8. Tschüss.